Herzlich willkommen bei einem coolen Let's Play. Und, also nicht Let's Play, das ist ein Let's Test. So, Let's Test. Also, was machen wir jetzt? Ich sage nur, das ist ein Let's Play Test, also ein cooles Let's Play Test. Wir werden Donkey Kong Country für den SNES testen. So. Wie lange wird der Test eigentlich dauern? Der Test wird 10 Minuten dauern. Mal sehen, wie weit ich kommen werde. So. Was passiert hier eigentlich? Donkey Kong muss eigentlich schon jeder kennen. Wir werden, denke ich, mal sehr weit kommen. Hoffentlich kommen wir sehr weit. Ich spiele das Ganze auf dem Emulator. Vielleicht wisst ihr es ja. Mit dem Emulator spielen ist ja auch eh geil. Und mit dem neuen Computer, den ich habe. Ihr wisst ja, ich hatte einen Mac. Also mein. Ja. Ich hatte einen Mac. Ja. Auf den ich mal angefangen habe, Minecraft zu Let's Playen. Aber ich habe jetzt mal das Minecraft Let's Play geupdatet. Und ist jetzt das neue Season 1. Ja. Und ich habe das schon gesehen. Puh. Also, worum geht es in dem Spiel hier? Donkey Kong müsste eigentlich hier jeder kennen. Was sind das für Viecher eigentlich? Das sind Kremlings. Das sind die Gegner von Donkey Kong hier. Die haben seine ganze Bananensammlung gestohlen. Das wird einem auch im Spiel erklärt. Aber da wir das jetzt nur antesten, will ich jetzt nichts auf die Story sagen. Man verliert das Leben, wenn man beide Kongs verliert. Bei einem Treffer sind sie schon tot. Also nicht schlecht. Es wurde 1990 released für den SNES. Genau an Datum werde ich im nächsten Let's Play Test sagen. Und ihr dürft in die Kommentare schreiben, ob ich das Let's Play soll. Wenn man alles KONG eingesammelt hat, diese Lettern, das sind sowas wie die Star Coins in Mario, dann kriegt man ein Bonusleben und Bonusleben ist schön. Ja. Man kriegt halt Bonusleben. Ist auch nicht schlecht. Kriegt man Bonusleben. Oh, war da. Geil. Aber ein Secret gefunden. Wusste ich nicht. Ja. Let's Play Test. Cool, nicht? Wir spielen das auf Deutsch. Dschungelfieber. Also, zum ersten Mal will ich das Spiel schon durchhaben. Also nicht durch, aber die erste Welt. Ich will die erste Welt schon durchhaben. Und, ja, es gibt eine Game Boy Advance Version von dem Spiel. Aber das Problem ist leider, dass mein Game Boy Advance Simulator im Eimer ist. Und ja, und ein Virus hatte. Und davon konnte ich es nicht installieren, weil mein verdammtes Virenschutzprogramm das gemacht hat. Also guter Virenschutzprogramm. Ich will nicht, dass jetzt meine Let's Plays gelöscht werden. Oder so. Das ist das Anti-Let's Play-Virus. Könnte man so nennen hier. Ich kenne das Secret. Welcher den Level? Als ich in Urlaub war, dann hatte ich ein Tablet da. Da war ein Tablet. Also so ein Samsung-Tablet. Meine Oma hat ein Tablet. Okay. Ich war bei meiner Oma. Und der hatte ein Tablet. Mir war langweilig. Und die Spiele, ich wollte nicht so Angry Birds zocken und so. Ich wollte einen Emulator. Das ist auf Android ja eh kostenlos. So ein Emulator, da gibt es einfach einen SNES-Emulator. Der war aber der hat aber was gekostet und hatte Teil und ja, konnte man nur dreimal spielen. Scheiße. Kostenlose Version, ja. Und ja, da habe ich den Game Boy Advance-Emulator geholt. Da konnte man auch so geil Save State und cheaten. Da man cheaten konnte, ja, da habe ich so
Also cheaten würde ich es nicht geladen nennen. Also Safe Staten, und wenn man verloren hat, durfte man das ja verwenden. Das ist ja so gespeichert wird und so. Und da bin ich an dem Level hier bei den Bienen so extrem gehangen. Da habe ich das Spiel gehasst. Ja, aber. Aber ich mag das Spiel. Das Spiel ist extrem schön. Und ist das allererste Donkey Kong Country. Es gibt drei Teile. Dagegen noch den Donkey Kong Land Teil. Und es ist so schön, das ist ja geil. Nicht? Also, weiter geht's. Ich bin immer noch krank. Dachte mir schon, euch hier zu treffen. Das ist Cranky Kong, der Opa von Donkey Kong. Im Dschungelfieber solltest du die Palmspitze nach Bonusleben absuchen. Slipper kannst du mit der Rollattacke oder mit einem gezielten Sprung ausschalten. Ich habe dir alles gesagt. Keine Ahnung, was das ist. Aber der sagt mir jetzt, dass ich ein Minispiel hier drin verpasst habe. Ja. Diddy Kong ist der Freund von Donkey Kong. Wer Donkey Kong ist, solltet ihr eigentlich kennen. Wenn ihr ihn nicht kennt, dann solltet ihr in Wikipedia eingeben: Donkey Kong. Ja, es gibt 8 Welten, wenn ich mich nicht irre. Unter diesen Donkey Kong-Fässern sind immer die Kongs drin. Es gibt sehr viele Kongs, von denen Ranky Kong, Cranky Kong, Dixie Kong, Kiddy Kong halt. Gibt es noch Funky Kong, den gibt es in Mario Kart. Wie? Und es gibt so vieles, was man doch finden kann in dem geilen Game. Aber. Oh, Bonus. Aber das ist eh nur ein Let's Play-Test. Und wenn ihr das Let's Play sehen wollt, dann schreibt bitte in die Kommis. Let's Play, ja. Wir wollen, ich will das Let's Play. Und dann werde ich es auszählen. Je mehr Leute das wollen, dann Let's Play es auch. 100%ig, Leute. Und hier seht ihr es schon. Werde ich gespoilert werden will von den Let's Plays, halt tut mir leid. Das würde ich echt gerne Let's Playen. Und das ist ja so. Und Pokémon werden wir auch nochmal antesten. Nicht? Geile Sache, oder? So, aber ich will hier dritten Level auch nicht sterben. Bis jetzt läuft das alles hier eigentlich alles ganz gut. Freut mich. Das Spiel ist musikalisch echt gut darauf. Finde es echt schade, nicht Let's Playen zu können. Ich mag das Spiel. Es hat so viele Änderungen. Ihr seht ja, beim Ende des zweiten Levels, da kommt wieder der Sonnenschein. Und beim Ende des zweiten Levels kommt da der Dings, der Regen und der Sturm und die Nacht halt. Ist schön. Ich mag es. I loved. Jo, so gut war ich noch nie in den ersten Leveln, muss ich gestehen. Die erste Welt ist ja auch ganz einfach Korallkalabolage. Dieses Level habe ich nicht gemacht, weil ich es nicht einfach nicht mache. Was der Level, aber die Musik ist so schön hier. Echt jetzt. Und die Fische sind gefährlich, keine Sorge. Das ist nicht so einfach. Die Fische sind gefährlich, es gibt auch Oktopusse. Und tierische Hilfe, Rambi heißt der, dieses Nashorn-Teil, dieses Nashorn halt. Und ja, Rambi, den mag ich. Leider wird der in Donkey Kong Country 3 ersetzt durch einen Elefanten. Und ich mag Elefanten. Ich fand es schön. Der Typ hier, dessen Namen weiß ich nicht. Heißt der irgendwie so Ali? So habe ich es immer gedacht. Achso, das jetzt schwimmen wir ein Fisch nach. Wow, der war. Ist ja so. Ja. Scheiße. Jetzt habe ich mich erschreckt, aber da war ein Bonusleben und ich habe den Aal wieder. Geil. Und diesen Hammerhai. Was auch immer das für ein Tier ist, ich weiß es jetzt. Und das Level habe ich immer gehasst, weil ich hier das KOMG nicht so gut einsammeln konnte. Also hier ist das okay, da Banane. Ich werde versuchen, das so gut wie möglich hinzukriegen. Und dieses Test.
die erste Welt werden wir durchmachen und dann, solche Leute schauen wir nicht. Ist so, das ist das erste Let's Play Test. Ich mag es gerne. Das Spiel kann man auch in Multiplayer machen. Und Multiplayer Let's Plays sind ja halt geil. Und wenn ihr wollt, dann werde ich es mit einem Partner sogar doppel Let's Play. Also, together. So. Together Let's Play. Das wäre doch mal schön mit deinem Freund. Together Let's Play, ne? Das wäre auch mal nicht übel. Das erste Together Let's Play. Okay, komm, kann ich ruhig. Eins und ja. Sehen, ob ich das noch hochladen kann, weil der Lolo Gaming oder ich habe jetzt einfach von Minecraft so gelacht. Oder Lolo Gaming oder Lolli Game Recorder, Lolliges Game Recorder Teil heißt das, könnte es auch heißen, hey, lauf hier jetzt nicht weg hier, oder schwimmen wir nicht weg, ehrlich gesagt. So, jetzt haben wir ihn wieder. Und wenn er aufsteigt oder diese Attacke gemacht, kommt es so vor, als würde der Donkey Kong den rauf. Ist es euch nicht so vollkommen? Egal. Also, die jetzt die Zeit. Exit, super. Das ist das Ziel. So, da haben wir schon Funkys Flüge. Hier kann man auf Level gehen. Und da will ich jetzt nicht rein, weil ich da auch was versehen in den ersten Level gegangen bin und Game Over gegangen bin. In den ersten Level und Game Over war halt gestorben. Knallertal! Ich mag das Level so gerne. Das ist so ein schönes Level, wirklich. Das ist so aber geil und so. Knallertal, hier hat man es mit Fässern zu tun. Fässer. Und wer Fässer nicht, Donkey Kong ist auch so ein Spiel, wo es um Fässer geht. Der Donkey Kong geht in ein Fass und da kann man jetzt schleudern. Das ist cool. Hier muss man das auch extrem timen, die Sachen. Und ich habe das noch drauf mit dem Timing. Also, als ich das Zeug auf dem Tablet gespielt habe, lief es eigentlich ganz cool, aber ich bin im zweiten Level nicht weitergekommen. Das hatte irgend so einen Bug, der die ROM. Ich verwende immer noch die gleiche ROM, nur auf der anderen Emulator. Vielleicht war die ROM-Datei anders, weil die vom GBA-Emulator gedacht war und das für den SNES-Emulator. Yeah. Und, jo, ich sage immer jo. Okay. So, und ja, das ist halt. So, ich mag das Level. Das ist einer meiner Lieblingslevel, muss ich ehrlich gestehen, weil das Level so wunderbar mit den Fässern ist. Und die Musik erst, Leute. Den Boss werden wir noch machen. Dann sage ich Let's Play Test. Wollt ihr es? Wollt ihr, dass ich es Let's Play? Scheiße. Der erste Death. Habe ich nicht verdient. Jetzt. Nö, habe ich nicht. Aber. Ja, aber. Na egal. Das mit dem Timing ist schwer. Ich sag's euch. Dann, das hat doch Rareware gemacht. Jetzt macht Retro Studios Donkey Kong. Cutting Tropical Freeze. Das, den Donkey Kong Teil für die Wii U. So. Also nochmal. Nochmal das Spiel. Die KONG-Lettern kriegt man auch nur einmal in den Level. Ab dann ist Schluss. Also deshalb haben wir jetzt hier noch eine Banane bekommen. Nach 100 Bananen, ja, ihr wisst ja, was dann kommt. Also ich warte jetzt ab, bis das Ding jetzt hoch und jetzt. Scheiße. Das ist also, vielleicht beende ich es auch nach dem Level, weil ich jetzt echt übertreibe 14 Minuten. 10 Minuten, ich sage ja nicht, dass ich die 10 Minuten Grenze habe, aber ich will es jetzt echt nicht so hoch übertreiben mit den Dateien, dass ich nicht ein Gigabyte hochlade. Das will ich jetzt auch nicht erreichen, dass ich 2 Stunden dauert, bis ich das Let's Play hochlade, aber Minecraft-Teile sind auch extrem lang, also groß. 900 irgendwie viel Gigabyte war der zweite Part und der erste Update. Geupdatete Part war auch nicht mehr. So! Scheiße. Kacke. Naja. Also, wenn euch das Teil hier gefallen hat, dann würde ich mich jetzt ehrlich gesagt sehr freuen, wenn ihr das Let's Play sagen würdet. Dann wäre ich im diesem Level auch viel besser. Ja. Aber wenn ihr das Let's Play wollt, dann schreibt es bitte
bitte in die Kommentare. Ich würde mich so geil freuen davon. Bitte, warte, dass es kommt. Bitte. Okay, es soll kommen. Also, wenn euch das Let's Play gefallen hat oder der Let's Test, wie auch immer, wenn euch das Let's Test gefallen hat, dann bitte ich euch jetzt. Na gut, bitte. Ja, ihr wisst, was ich meine. Tschüss.